Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zur letzten Ausgabe in diesem Jahr von Agra heute TV, die Woche im Überblick. Der niederländische Schweineproduzent Adrianus Straathof darf weiterhin keine Tiere halten. Das Verwaltungsgericht Magdeburg lehnte diese Woche den Eilantrag Straathofs gegen das erlassene Berufsverbot ab. Grund seien eklatante Verstöße gegen den Tierschutz. Seit mehreren Jahren haben zahlreiche Tierschutzkontrollen immer wieder schwerwiegende Mängel bei der Versorgung und Unterbringung der gehaltenen Schweine festgestellt. So seien zum Beispiel die Tiere in zu kleinen Kastenständen untergebracht worden und Ferkel ohne vernünftigen Grund getötet worden. Zwangsgelder und andere Sanktionsmechanismen hätten laut Landratsamt keine Erfolge gebracht. Das Bangen geht weiter. Der hochansteckende Vogelgrippevirus H5N8 hat nun auch die niedersächsische Geflügelhochburg Kloppenburg erreicht. In einem Betrieb in Basel war ein Bestand mit 30.000 Puten betroffen. Untersuchungen haben bestätigt, dass es sich um die hochpathogene Variante handelt. Vorsorglich wurde das Geflügel in einem Radius von 1 Kilometer rund um den Betrieb getötet. Es handelt sich dabei bisher um 100.000 Hühner. In dem Sperrbezirk mit einem Radius von 3 Kilometern um den betroffenen Hof im Kreis Kloppenburg werden derzeit alle Geflügelbetriebe untersucht. Hinsichtlich des Erbschaftssteuerrechts können Bauernfamilien in Deutschland aufatmen. Wie das Verfassungsgericht in seinem Urteil zur Erbschaftssteuer feststellte, können sie weiterhin mit Privilegien rechnen. Kleinere und mittlere Familienunternehmen dürfen bei der Erbschaftssteuer auch in Zukunft vollständig entlastet werden, um ihre Existenz und Arbeitsplätze nicht zu gefährden, hieß es. Die Pläne der EU zu schärferen Regeln für Bioprodukte kommen nur zäh voran. Die EU-Agrarminister haben bei ihrem Treffen dem Vorschlag der EU-Kommission in der jetzigen Form eine Absage erteilt. Sie einigten sich aber mit dem Agrarkommissar Phil Hogan darauf, weiter an den Vorschlägen der EU-Kommission zu arbeiten. Bundeslandwirtschaftsminister Christian Schmidt von der CSU zeigte sich über diese Entwicklung erleichtert. Schmidt kritisierte die schärferen Auflagen als zu anspruchsvoll. Er befürchtet einen Rückgang der Ökolandwirtschaft. Nun zum Marktreport. Laut unserem Marktexperten Dr. Olaf Zinke treibt die Exportnachfrage die Gerstenpreise nach oben. In Deutschland haben die Preise für Gerste im November um 10 bis 15 Euro zugelegt und den Anstieg im Dezember gehalten. Am Exporthafen in Hamburg handelte man die Futtergerste am Montag mit 170 Euro je Tonne und damit 13 Euro teurer als noch vor 4 Wochen. Am südwestdeutschen Großmarkt in Mannheim bewegten sich die Preisangebote für Futtergerste zu Beginn dieser Woche um die 156 Euro. Für die Wetteraussichten der kommenden Tage blicken wir jetzt gemeinsam an den Chiemsee. Am Wochenende bleibt es dort weiterhin zu mild für die Winterjahreszeit. Schnee ist hier nicht in Sicht. So wird es wohl auch über Weihnachten bleiben. Mehr Infos wie gewohnt unter www.agrarheute.com. Nichtsdestotrotz von unserem ganzen Team ein frohes und besinnliches Fest an Sie. Wir sehen uns dann, wenn Sie mögen, am 9. Januar wieder mit den neuesten Nachrichten aus der Landwirtschaft. Bleiben Sie uns treu. Ich sage danke fürs Zusehen und kommen Sie gut ins neue Jahr.